Guten Tag. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Was willst du von ihm? Ach, was juckt's mich. Der Bastard hat am Dorfrand eine Hütte. An der Straße, die nach Ratei führt. Was führst du im Schilde? Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof, das... Könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen... Der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn... ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du... Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte.
Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn's sein muss. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tu nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Das ist alles. Danke. Beste Grüße. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du's sagst, er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat, aber nach allem, was passiert ist... Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Das ist alles. Danke. Beste Grüße. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Das ist alles. Danke. Guten Tag. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Natürlich. Frag ruhig. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht. Aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hat er nicht mal in der Schenke Freunde. Das ist alles. Danke. Schon. Möge Gottes Segen mit dir sein. Und mit dir, mein Sohn. Nimm Platz. Auf gute Gesundheit! Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du?
Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit dem Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Du redest dich bloß raus. Die Leute, die die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte?
Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Bier, der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Hier, wohl bekommst. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen.